Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion. Wir sind hier beim nächsten Fragezeichen und zwar dem Quest, der Nalans Erde bringt. Der Nalan am Al-Amert-See das Päckchen seltener Erden. Das machen wir natürlich. Und nebenbei habe ich Stufe 10 erreicht und dadurch haben wir hier ein paar mehr Eigenschaften bekommen. Das habe ich gemacht, weil ich hier meinen neuen Phipps trainiert habe. Hier, da ist der Phipps. Und eigentlich hatte ich ja Phipps auch schon vorher, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich da noch ein Eichhörnchen-Pet irgendwie bei mir hatte. Und das ist Nüsschen und das ist ein selteneres Eichhörnchen. Und der ist ganz lustig, der macht nebenbei auch Sachen, wenn die so ein bisschen seltener sind. Die Tiere, sowas zum Beispiel, dann haut er mich immer mit Nüsschen K.O., der kleine Frechdachs. Und den habe ich jetzt mal mit einem anderen Phipps ausgetischt. Das ist der andere Phipps, so ein normales, das steht auch schwach. Das ist so ein normales Standard-Eichhörnchen, was sonst immer mein Phipps war. Und den habe ich jetzt mal mit Nüsschen ausgetauscht, weil ich den anderen irgendwie lustiger finde. Heißt aber leider, weil der auf Stufe 9 schon trainiert war, dass ich den anderen noch trainieren muss. Das habe ich gemacht und nebenbei die Stufe 10 erreicht. Jetzt haben wir hier... Jetzt habe ich das Knurren reingezogen. Knurren macht, dass mein Begleiter Feinde anknurrt, wenn ich in der Nähe bin. Das ist immer blöd bei Instanzen, aber wenn ich alleine unterwegs bin, ist das ganz gut. Dann zieht er so die Aufmerksamkeit auf sich. Der kann jetzt auch spurten. Phipps macht Blödsinn im Hintergrund. Und Klaue habe ich auch noch. Greift einen Gegner mit den Klauen an und verursacht einen 11 Schaden und so weiter. Wenn euer Begleiter über mehr als 50 Fokus verfügt, wird der Schaden von Klaue um 100% erhöht. Der Einsatz kostet jedoch 100% mehr Fokus und so weiter. Das ist alles aber passiv. Können wir eh nicht beeinflussen. Ich habe auch nochmal den erschütternden Schuss hier reingezogen. Macht das Ziel benommen und verringert die Bewegungsgeschwindigkeit 6 Sekunden lang um 50%. Dann haben wir noch den Tötungsbefehl. Sehr wichtig für mich. Später gibt eurem Tier den Befehl zu töten, wodurch sein Ziel fällt sein Ziel dann an. 78 körperlichen Schaden fügt er zu und die Reichweite beträgt 25 Meter. Und dann haben wir noch den Rückzug hier. Und dann jage ich zurück. So, was macht der Nüsschen knacken? Knacknüsschen. So, wir laufen mit Phipps und unserer Katze. Kann ich behilflich sein? Zu Danalans Erde. Denalan. So, ah, es ist da. Ich habe schon eine ganze Weile auf diese seltenen Erden gewartet. Hoffentlich sind sie noch frisch. Danke, dass sie mir gebracht hat, Alexia. Ihr seid eine Nachtelfe, die sich noch die Zeit nimmt. Ja, erleuchte euren das stimmt. Die nehmen wir uns die Zeit. Phipps, hör auf damit. Ich sage schon Nüsschen. Ich danke euch nochmals, Alexia. Diese seltene Erde wird mir bei meinen Experimenten von großem Nutzen sein. Ach ja, was denn für Experimente? Das werden wir jetzt gleich sehen. Die Entstehung von Teldrassil war ein großer Erfolg, doch jetzt muss ich die Welt neu orientieren, um wieder ins Gleichgewicht zu finden. Da kriegen wir neue Quest, Bäumlingsdarmkörner. Die Bäumlinge von Teldrassil sind Naturelementaren. Ihnen spiegelt sich in gewisser Weise die natürliche Ordnung von Flora und Fauna unseres großen Baums wieder. Daher ist es höchst beunruhigend zu sehen, dass die Bäumlinge so wütend geworden sind, besonders wenn man bedenkt, dass inzwischen alles heilen sollte. Ich will dem auf den Grund gehen. Ich habe mich viel mit verschiedenen Düngemethoden für Pflanzen beschäftigt und würde sie gern an Bäumlingssamenkörnern ausprobieren. Würdet ihr bitte in der Gegend des Al-Amert-Sees ein paar Bäumlingssamenkörner sammeln und mir bringen? Ja, total gerne. Bäumlingssprosse. Kleine Bäumlinge sprießen rund um das Wasser des Al-Amert-Sees. Ich fürchte, dass man diesen Schößlingen nicht mehr helfen kann. Wir sollten versuchen, sie auszureißen, bevor sie groß genug sind, um Probleme zu bereiten. Wenn ihr auf euren Wanderungen um den See Bäumlingssprosse seht, reißt sie bitte heraus. Helft uns dabei, unser Land zu halten. Bis bald. Na dann, werden wir uns mal auf die Socken hier machen. Was haben wir denn hier schon mal für einen? So, geöffnet. Das war eine Bäumlingssprosse. Anscheinend sind hier auch noch mehr in der Gegend. So, mit diesem erschütternden Schuss ganz praktisch machen wir die fertig. Es geht jetzt auch hier fix, wie ihr seht. Wir können, soweit ich weiß, ab Stufe 10 auch Instanzen machen. Bäumlingssamenkorn 1 von 6. Sehr schön. Jetzt machen wir nochmal so eine Sprosse. Ja, wunderbar. Die Viecher müssen wir aber eh töten, damit wir das andere auch kriegen, aber es hat nicht jeder. Schade, schade. Also, Phipps, nun reicht's aber langsam hier mit den Nüssen. Schmeißt das Vieh mich immer. Voll gemein. So, Bäumling. Ja, die machen Blödsinn hier, ne? Haben wir jetzt schon mitbekommen. So, wunderbar. 3 von 6. Da kriegen wir unsere Quest doch schnell voll. So soll's sein. Juhu. 4 von 6.
4 von 10. Zack, zack, hier. Wollen hier nicht lange verweilen. Wir haben auch neues Kettenoberteil an, wie ihr sehen könnt. Sieht jetzt schon wieder ein bisschen anders aus, passt überhaupt nicht zusammen. Aber Hauptsache, es ist ein bisschen besser als vorher. So, 5 von 6. Supi. Von 10. Tüdü. Möchte ich hier im Wasser sein? Nö, irgendwie nicht. Ne? Ich will eigentlich die lieber an Land finden. Dann sind wir ein bisschen schneller. Wenn wir schwimmen, sind wir so langsam. Und da habe ich irgendwie so keine Lust zu. Außerdem sind ja hier genug. Ich bin außer Reichweite. Ich glaube, da im Wasser finden wir die eh nicht so. Wenn überhaupt. 6 von 6. Sehr schön. Aber das war noch nicht alles. Es war klar, dass der kommt. So. Kann er ruhig angreifen? Die Riesenkatze. Hier haben wir freie Bahn dafür jetzt. 8 von 10. Okay, der will noch. Der will noch mal. Der hat noch nicht. So. 9 von 10. Jetzt haben wir es aber gleich. Tü-tü-tü. So, jetzt haben wir die. Und dann haben wir hier so ein mysteriöses Dings. Bums. Und er gibt uns ein Quest. Die leuchtende Frucht. Unter den Wedeln dieser leuchtenden Pflanze befindet sich eine große, runde Frucht. Denalan würde diese Frucht bestimmt gern studieren. Da seid ihr euch sicher. Das nehmen wir natürlich an. Diese Pflanze hebt sich von allen gewöhnlichen Pflanzen Teldrassils ab und verbreitet einen seltsamen lilafarbenen Schein. Ja, das ist schön. Das lassen wir mal so stehen. Und machen uns auf den Weg zurück. Eigentlich könnten wir mit dem Pet auch nochmal hier kämpfen und Fips nochmal kurz trainieren, der uns die ganze Zeit hier mit seinen Nüssen belästigt. Na toll, jetzt habe ich es getötet. Das war gar nicht mein Ziel. Schön. Ja, toll. Getötet und so. Hm. Ich hätte gerne meinen geparden Aspekt, aber das kommt noch. Dann könnten wir schneller laufen, zumindest für eine Weile. Es fehlt mir gerade so ein bisschen bei dem Gerenne hier, aber gut. Bin da ein bisschen verwöhnt. Später kommen die Reittiere und so, dann müssen wir auch nicht die ganze Zeit laufen. Und ja, jetzt müssen wir halt noch alles so machen. Aber gut. Gehört dazu. Ich bin geehrt. So, Denalan, was sagst du? Die Entstehung von Drenia, bla bla. Bäumlingssamenkörner. Habt ihr die Samen? Ich kann es kaum erwarten, sie einzupflanzen. Ihr habt es, ist gut. Ich hoffe, dass mich eine sorgfältige Untersuchung verstehen lassen kann, woher die Verderbnis der Bäumlinge kommt. Ich werde diese Samen in einer speziell vorbereiteten Erde einpflanzen. Ich glaube, aus den Samen werden Bäumlinge wachsen, die viel sanftmütiger sind. Vielleicht könnt ihr euch später das Ergebnis ansehen. Ja. Können wir. Da hat sich auch direkt unser Ruf um 250 verbessert. Alexiel, würdet ihr wohl eines der Samenkörner, die ihr mir besorgt habt, meinem Freund Relian Grünwipfel bringen? Er ist ein Druide, der sich bei der Hütte am Quell aufhält und bei unserem letzten Gespräch machte er deutlich, dass er an meiner Arbeit mit den Bäumlingen interessiert sei. Hat er selbst ein paar Ideen und würde sich über ein Exemplar dieser Samenkörner sicherlich freuen. Danke, Alexiel. Ihr wart mir eine große Hilfe. Ich hoffe, dass ich euch eines Tages die Früchte meiner Arbeit zeigen kann. Die Hütte am Quell ist an der Straße in westlicher Richtung aus Dolanar hinaus und den Weg nach Danas ist okay. Was macht denn schon der Fips da? Hallo, Xer, habt ihr in der Nähe den Seeschößling gefunden? Hier haben wir. Sind das viele? Ich fürchte, sie verbreiten sie gefährlich schnell. Hoffentlich kann ich den Grund dafür finden, warum sie so besudelt sind. Bitte, bitte. Alexei, seht aus, als wolltet ihr mir etwas sagen. Habt ihr Neuigkeiten bezüglich der Bäume? Allerdings, leuchtende Frucht. Ihr habt das in Teldrassil gefunden? Ja, ein paar Meter weiter, Typ. Interessant, eine exotische Frucht. Vielleicht sind ihre Samen von weit her hierher gelangt. Vielleicht sogar aus Azeroth. Irgendwas ist mit dieser Frucht. Sie scheint sich auf sehr seltsame Art dem Erdboden Teldrassils angepasst zu haben. Danke und so weiter. Erleuchte euren Weg. Sehr schön. Ja. Dann gehen wir zurück, wie es scheint. Dann wollen wir doch mal sehen. Ach so, ja, wir wollen uns noch mal erstmal seinen Kram hier angucken. Das stimmt. Jetzt kommen sie aber alle. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Irgendwas fehlte ja noch bei diesem Quest. Ich habe keine Ziel. Greifen mich erstmal alle schön an. Was sagst du dazu?
nix. Wollen wir doch mal sehen. Ja, ein paar Experimente mit Samen machen. Zack. Toll. Fips, was sagst du dazu? Wie darf ich helfen? Ja, da ist ihm egal. Wurden ja nur angegriffen. Zis. Gibt's ja wohl nicht. So, jetzt müssen wir den ganzen weiten Weg zurücklaufen. Ich würde fast sagen, da mache ich einen Cut, weil das so weit ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück und ich habe sogar noch einen Quest mitgenommen und gefunden. Jetzt bin ich hier in der Mitte und wir machen Teldrassil. Teldrassil, die Bürde der... Na komm, wir lesen es nochmal. Die Bürde der Kaldorei füllt die Amethystfiole. So, ihr müsst nun den Mondbrunnen unter den Ästen des Orakelbaums im fernen Nordwesten aufsuchen. Er ist der erste und mächtigste unserer Brunnen. Das heißt, von seinem Wasser, es enthält die Essenz von Elyns Macht. Entnehmt eine Fiole des Wassers und kehrt zu mir zurück. Ich werde euch an der Weggabelung vor Danassus treffen, wenn eure Aufgabe vollendet ist. Das kennen wir ja schon. Sind wir hier bei ihm, bei dem Herrn Grünwipfel? Hallo, kann ich euch irgendwie helfen? Jo, kannst du? Ah, ein Bäumlingssamenkorn. Ich wollte schon immer eins davon haben. Das gehört aber noch zum anderen Quest. Um den Alan bei seinen Studien zu unterstützen. Leider habe ich jedoch herausgefunden, dass viele der Bäumlinge eine Schädigung aufweisen und dass auch deren Samenkörner mit dieser Besudelung behaftet ist. Es ist mir nicht möglich, dies zu beheben. Denn Alan hat einen grünen Daumen mit Pflanzen. Er könnte ein Heilmittel für künftige Bäumlinge finden. Vielleicht ist es ihre einzige Hoffnung. Boah, vielleicht. Schon wieder fast das nächste Level. Moosartige Tumore, Bosheit wuchert in den Bäumlingen. Wir versuchen, die Ursache dafür zu finden. Aber bis dahin, aus Sorge um Teldrassils Sicherheit, müssen wir alle Bäumlinge fällen, denen nicht mehr geholfen werden kann. Diejenigen, die die Gegend um den Quellsee im Norden durchstreifen, sind am schlimmsten betroffen. Sie müssen ausgemerzt werden. Vernichtet alle Bäumlinge, die ihr dort findet, und sammelt die moosartigen Tumore, die auf ihnen wachsen. Bringt mir die Tumore, damit ich sie verbrennen kann. So, dem helfen wir natürlich. Hier haben wir einen Kürschnerlehrer. Ja, könnte man lernen. Grund, wie man Tiere häutet. Berufe können wir natürlich auch lernen. Das ist sehr interessant. Ach, das ist gut. Dann habe ich meinen Schrott hier mal verkauft. Brauchen wir das überhaupt hier? Waldpilzkappe und so weiter. Ach, das mache ich lieber später. Ja, doch. Wir lassen es mal einfach so. Ja, ich mache mir auch schon Gedanken genau, was ich denn an Berufen lernen kann. Mit der Blutelfe habe ich Kräuterkunde gelernt, was sehr praktisch ist. Dadurch hatte ich zum Beispiel den Elch damals geholt. Sonst hätte ich das gar nicht machen können. Nee, das war Archäologie, genau. Ich habe Archäologie gemacht. Und Kräuterkunde. Und ich habe immer noch einen frei und überlege die ganze Zeit, ob ich diese Runengeschichte mache. Da kann man so... Runensprache, whatever, gelernen und Lederverarbeitung ist natürlich auch sehr praktisch. Gerade so als Jäger passt Leder und Kirschner auch gut zusammen. Ich würde aber tatsächlich bei der Nachtelfe hier das mit den Sprachen vielleicht sogar machen. Mit der Blutelfe die Lederverarbeitung und bei ihr dann auch nochmal überlegen, ob ich dann auch Lederer mache oder nicht. Kräuterkunde ist auf jeden Fall auch ziemlich cool. Archäologie sowieso. Also es gibt halt Hauptberufe, da kann man nur zwei machen und Nebenberufe. Die kann man irgendwie, glaube ich, so viel machen, wie man will oder so. So, Fips ist wieder dran. Wir kämpfen uns weiter fort, auch mit unseren Pets. Das ist super. Fips ist jetzt mittlerweile schon Level 6. Habe ich so nebenbei mit ihm gemacht. Und das trainiert ihn auch. Das sehen wir hier an diesem Balken hier unten. Der braucht noch ein bisschen, auch hier ist es genau wie bei uns selbst, je höheres Level wir haben, desto langsamer wird es, desto schwieriger wird es uns zu leveln, aber ja, das gehört dazu. Dafür werden ja aber auch die Quests anspruchsvoller und es wird auch mehr Story geben, also es wird jetzt nicht die ganze Zeit total langsam und langweilig hier dabei bleiben, was wir hier am Anfang machen, das ist wirklich so der Spaß, den man am Anfang hat. Hier haben wir jetzt schon ein neues Gebiet. Man sieht neue Gegner hier. Harpier. Die müssen wir bestimmt auch noch bei irgendeinem Quest töten. Denn wir kommen jetzt schon wieder in ein anderes Gebiet. Das merkt man. Hey, wo bist du hin, Pet? Ich wollte dich eigentlich töten. Euer Kopf wird eine ansehnliche Trophäe darstellen, Nachtelfe. Nee, nee, nee. Die doofen Harpien. Die sind immer alles besser. Und sterben dann doch. Aha.
So, töte die mal. Jetzt können wir nicht. Jetzt kommen sie alle. Das ist auch schön. Komm, sieh zu. Haha, Stufe 11. Das ist doch mal cool. Jetzt geht es immer schneller und wir werden stärker und so weiter. Was haben wir davon? Kommt da noch was? Nö, toll. Hallo. Streifenhörnchen, warte. Fips gegen rotschwänziges Streifenhörnchen. Die sind immer ein bisschen kleiner als die normalen Eichhörnchen. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Das schafft Fips, unser neuer Fips. Hat er geschafft, gleich wieder ein bisschen Erfahrung. Ja, es gibt später so Quests mit Haustiertrainern. Und die schafft man halt auch nur, wenn die Pets so ein bisschen trainiert sind. Deswegen ist das ganz gut, wenn man das, glaube ich, so in diesen Low-Gebieten, vor allem wenn man noch nicht so gut ist, das schon nebenbei macht. Jetzt haben wir hier einen neuen Bogen. Der ist aber schlechter. Das bringt mir also nicht viel. Leinstoff und so weiter. Dann haben wir hier das Zeugs. Bringt mir das überhaupt was? Wahrscheinlich nicht so viel, aber bevor ich es verkaufe, kann ich es auch benutzen. Hoffentlich greift er uns... Oh, er greift uns an. Ich hab's mir fast gedacht. Okay, vielen Dank. So, hier haben wir noch ein Streifenhörnchen. Komm her. Ich will ja eigentlich noch die Quests hier nebenbei schaffen. Das Trainieren kann ich auch außerhalb der Aufnahme machen. Deswegen, aber wenn die schon mal mir so über den Weg laufen kommt, ne, dann kann man das mal machen. Weg ist es. Tada! Schön. Hast du gut gemacht, Fips. Weiter geht's. Kannst du die Kroneneule auch direkt noch mitnehmen? Da läuft auch noch ein Rehkitz lang. Habe ich aber schön Flöckchen. Mein Rehkitz heißt Flöckchen. So, sehr schön. Das hat Fips gut gemacht. Wo ist Flöckchen? Hier ist Flöckchen. Das ist nicht Fips, sondern Flöckchen. Ist das nicht süß? So ein kleines Reh. Ja, das kann man sich halt auch holen. Wie ihr bei dem Petkäpfen jetzt gesehen habt. Die kann ich mir dann unter Umständen halt auch fangen. Also je nachdem, ob man die dann quasi besiegt. Machen wir jetzt hier mal direkt. Wir greifen das Rehkitz mal an. Das harmlose, unschuldige, kleine Rehkitz. Aber es ist dazu da. Sonst würde es hier nicht so rumlaufen. Oha, was macht das Rehkitz? Voll die Attacke, ey. Bambi hat's drauf. Wir haben es aber besiegt. Ist auch gut so. 45 Erfahrungspunkte und 102 für uns. Sehr schön, sehr schön. So, hier sind eine Menge Pets. Das ist irgendwie cool. Aber ich will ja auch ein bisschen weiterkommen. Deswegen mache ich das gleich mal offline weiter. Ah, da ist Quellfluss und Quellsee und was wir nicht alles entdecken. Ich habe kein Ziel. Ja, du hast kein Ziel. Da ist ein Frosch, der hier auch noch rumquakt. Komm her, oder? Nö. Dann nicht. Da haben wir einen moosartigen Tumor. Lässt der das auch fallen? Lassen wir das jetzt alle hier fallen? Oder von wem kriege ich das? Von dem nicht. Bestimmt von den Blauen hier. Die werden das sein, von dem wir das Zeug brauchen. Genau. Alles klar. Wissen wir Bescheid, was wir zu fangen haben? Hier plätschern wir noch ein wenig im Fluss entlang, den wir gerade entdeckt haben. So, her mit den Tumoren. Ein bisschen eklig irgendwie. Aber gut, wenn das unsere Aufgabe ist, dann machen wir das. Es wird noch spannend. Also ich kann es euch nur empfehlen, noch dran zu bleiben. Wenn wir dann erstmal auch coole Instanzen machen und Story und so. Das wird noch recht schön. Auch wenn wir in den großen Städten sind, wo alle anderen Leute sind und jetzt nicht nur im Wald hier. Dann können wir da ganz viel machen. Das ist eigentlich ganz cool. So, die Entwicklung. Aber es macht auch so schon Spaß. Also ich habe meinen Spaß. Ich hoffe, ihr dann auch. So, den Frosch nehmen wir auch noch mit. Wie gesagt, komm. Kleiner Frosch.
Braucht man so einen kleinen Frosch? Hab ich so einen kleinen Frosch wahrscheinlich schon? Ach, das mag Phipps gar nicht. Los, mach den Frosch kalt. Gibt auch immer Erfahrung für uns. Also auch hier ist es nicht unbedingt das Schlechteste. Ja. Tja. Jetzt müssen wir aber irgendwie nochmal vorankommen. Jetzt haben wir diese blöden Elementarien eingesetzt. Das wollen wir eigentlich gar nicht mehr. Brauchen wir gar nicht mehr. Nein, ich falle runter. Ich will nicht runterfallen. So, die Lichtung des Orakels finden wir jetzt. Und irgendwo da vorne müssen wir sowieso hin. Das machen wir noch eben. Tja. Bin sehr gespannt, wie es ist mit der Nachtelfe später. Also meine letzte Nachtelfe war so bei Stufe 30 bis 40 irgendwie sowas. Aber weiter noch nicht. Also das wird auch spannend. Ich glaube, hier sollen wir die Fiole einsammeln. Ah, wunderbar. Dann haben wir das auch hier gemacht. Da vorne sind Quests, die nehmen wir im nächsten Part an. Von World of Warcraft, Leute. Mit so einem Flöckchen. Mit der Zeit entfremdete Hirschhopte sich mehr und mehr von seinem Volk. Hier wird auch die Story noch weiter erzählt von dem Typen. Manche glauben, dass er uns, seinem Volk, die Schuld am Verlust seines Sohnes gibt. Damals während des Kriegs der Sandstürmer. Andere verweisen auf Gerüchte bezüglich zunehmender Konflikte mit Tyrannen der Whisperwind, dem strahlenden Licht unseres Volkes, unserer Anführerin in Danassus. Ja, viele Druiden des Zirkels des Zanaros halten jedoch daran fest, dass er nur das Beste für die Kaldurei will und Fandral Hirschhop trägt die Last unserer Sünden und Torheiten und verdient deshalb unser aller Respekt. So schnell konnte ich das gerade eben gar nicht lesen. So, jetzt verschwindet er wieder und hat seine Geschichte zu Ende erzählt. Bis zum nächsten Brunnen. Hier wird so ein bisschen die Hintergrundstory erzählt von dem Gebiet, wo wir sind. Wir werden da aber noch viel, viel mehr zu erfahren. Kann ich euch nur verraten als Neulinge. Da wird noch sehr viel kommen. Und das macht sehr viel Spaß. Also ich freue mich auf den nächsten Part. Bis dann.